Leise rieseln die News, liebe Rasselbande. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche voller Neuigkeiten und Rabattaktionen. Beginnen wir doch mit einer echten Rarität. Metro Exodus, das gruselige First-Person-Shoot-Adventure, erscheint nun schon am 15. Februar statt dem 22., also eine Woche früher als geplant. Grund dafür ist laut Publisher Deep Silver die frühere Fertigstellung des Titels. Und zur Feier des Tages wurde auch das offizielle Intro in Videoform veröffentlicht. Ein Story-Trailer soll Anfang 2019 folgen. Da kann man doch nicht meckern, oder? Nach hinten verschoben wurde dafür Redlings nächster Streich Trials Rising. Die aberwitzige Stuntparade erscheint jetzt am 26. Februar, also zwei Wochen später als vorgesehen. Die gewonnene Zeit soll in den Feinschliff und zusätzliche Test-Sessions gesteckt werden. Wie dem auch sei, ich freue mich schon bald wieder lächerlich schwere Parcours gegen mein Team zu fahren und 1000 alberne Tode zu sterben. Extrem gefreut habe ich mich auch über folgende Nachricht. Die Entwickler von Overcooked 2 spendieren ihrem Koop-Abenteuer ein kostenloses Winter-Update mit neuen Küchen, Köchen, Rezepten und einem brandneuen Trainingsmodus. Das nenne ich mal Fanservice, wa? Der neue Content kann unter Extras im Hauptmenü gefunden werden. Ich wünsche eine besinnliche Küchenschlacht. Auch Bethesda macht den Weihnachtsmann und spendiert Dishonored 2 und dem Standalone-Titel Tod des Outsiders einen neuen Modus und einen Grafikstil für mehr Abwechslung. Der Mission-Plus-Modus erlaubt euch, jede Mission nochmal zu erleben und mit allen Waffen und Gadgets zu experimentieren. Der neue Grafikstil verwandelt die Games per Knopfdruck in ein schmuckes Schwarz-Weiß-Abenteuer. Vielleicht ein Grund, nochmal reinzuschauen. Ihr wollt wissen, wie viel Lebenszeit ihr in eure Spiele gesteckt habt und welche eure seltenste Trophäe ist? Dann loggt euch bei My PS4 Live ein und lasst das Leben eurer PS4 auf ein 30-Sekunden-Video herunterbrechen. Ich sag's euch, Leute, da kommt die ein oder andere Überraschung zutage. Zu finden ist der Spaß im deutschen PlayStation-Blog. Und bevor wir in den Store springen, ein Hinweis für alle Kingdom Hearts-Fans. Der dritte und heiß erwartete Teil der Disney-Final-Fantasy-Kreuzung ist bereits im Umlauf und flutet vor allem Videoplattformen mit Spoilern. Seid also auf der Hut, wenn ihr das Abenteuer noch selbst genießen wollt. Kommen wir aber wieder zu den erfreulichen Dingen des Lebens und dazu zählt für mich ganz klar neues Spielefutter. In R-Type Dimensions X kämpft ihr in den klassischen Arcade-Shootern R-Type und R-Type 2 gegen das böse Baido-Imperium. Ganz wie früher. Ihr könnt sogar per Knopfdruck zwischen alter und neuer Grafik hin und her wechseln und den Spaß im Couch-Koop genießen. Ab dem 19. Dezember im virtuellen Regal. Ordentliches Fratzengeballer bekommt ihr auch mit Scintillatron 4096, einem bunten Highscore-Shooter für die richtig Ambitionierten unter euch. Seit dem 18. Dezember gilt es hier möglichst viele Kombos zu machen und Punkte zu sammeln. Und vor allem die Übersicht zu behalten. Bunt geht es weiter mit dem Twin-Stick-Shooter Hellfront Honeymoon. Auch diese Schätzchen könnt ihr sowohl alleine als auch zu viert angehen und dabei dem krassen Synthi-Soundtrack lauschen. Kleine Zusatzinfo, es gibt auch einen Speedrun-Modus, falls ihr damit bei den Games dann quick antreten wollt. Üben könnt ihr ab dem 19. Dezember. Gute Nachrichten für alle Sparfüchse. Neu bei den Angeboten ist die 2 für 30 Euro Aktion, die noch bis zum 5. Januar läuft. Zu den Kandidaten gehören Klassiker wie Ratchet & Clank, Uncharted 4, The Last of Us, Mittelerde, Mordor Schatten oder Bloodborne, die euch einzeln übrigens 19,99 kosten. Einfach zwei eurer Wahl aussuchen und die Feiertage durchzocken. Bis zum 21. Dezember, also nur noch für kurze Zeit, sind die exklusiven Preisnachlässe für PS Plus Mitglieder am Start. Spart bis zu 60% mit Titeln wie The Witcher 3 für 14,99, dem emotionalen Brett Shadow of the Colossus für 15,99 oder mit dem Doom und Wolfenstein 2 Bundle für 23,99. Auch die Spiele unter 10 Euro Aktion endet bald, nämlich am 22. Dezember. Schnappt euch also noch schnell Spiele wie Watch Dogs 2 in der Complete Edition für 9,99 oder Metro Redux mit 2033 und Last Light plus allen zusätzlichen Content für 6,99 oder Deus Ex Mankind Divided für 4,49. Okay, das war's für dieses Jahr. Das Format geht in die Winterpause, aber keine Angst, auch über Weihnachten und Neujahr gibt es spannende Videos auf unserem Kanal.
Deshalb ruhig abonnieren und den News zuwinken, wenn sie am 2. Januar taufrisch wieder da sind. Wir bedanken uns herzlich für eure Treue und Diskussionsfreudigkeit und hoffen, dass ihr auch weiterhin dabei bleibt. Also dann, MC One Racer, Arab Agilus, DGKB, Mofan VR, A Schneeeule, Animus, Brause Paul, alle die auch Emre heißen, so wie unser Emre, und all die anderen lieben Menschen da draußen, frohe Weihnachten und guten Rutsch.